auch, dass von beiden Seiten gleichmäßig gehoben wird. Deswegen steht immer ein dritter Mann davor und achtet darauf, dass die Bahn sie nicht zur Seite neigt. Wenn die Leitungen geerdet sind, vor und hinter dem verunfallten Fahrzeug, dann wird als nächstes der Bügel eingezogen, damit eine Verbindung zwischen Fahrzeug und Bügel mit Sicherheit eine Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrrad mit Sicherheit unterbrochen ist. Und dann beginnen wir mit dem Unterklotzen des Fahrzeuges und dem Einrichten, um das Fahrzeug wieder in den Schienenkörper zurückzuführen. Also die Schlange, die funktioniert hat, gehört der Feuerwehr. Die nicht funktioniert, gehört der Burgistra, um das klarzustellen. Unter der Bahn in Stellung gebracht und auf diesem Metallbügel werden Schienen sitzen. Damit die jedes Mal wieder neu unterklotzt, damit sie, falls sie mal abrutscht, nicht runterfallen kann. Jetzt wird das Fahrzeug gleichmäßig angehoben, bis der Stahlträger untergesetzt werden kann, um das Fahrzeug wieder in die richtige Richtung zu setzen. Wichtig ist bei den ganzen Arbeiten, dass nach Möglichkeit an dem Oberteil des Fahrzeugs kein Schaden entsteht. Jetzt wird der Wagen rübergeschoben, bis der Drehkranz über den Schienen steht. Sie sehen jetzt, dass die Bahn ganz langsam über den Gleiskörper gezogen wird. Denn da ist ja auch einiges an Gewicht, was da bewegt werden muss. Jetzt kommt die Bahn nach unten. Gleich ist soweit.